Morgen aus Quarantin. Wir starten gleich, Zelte sind schon abgebaut. Tag 20. 20 unserer Tour, der vorletzte sozusagen. Heute mal richtig mit schöner Sonne früh, so wie gestern auch. Hier hatten wir gestern früh Sonne. Gestern früh war Regen. Gestern früh war Regen im Norden. Ja, dann war es dann, ja. Ja, heute geht's Richtung Bernau, grob gesagt. Rad ist gepackt, kann's also losgehen. Auf wie geht's? In den vorletzten Tag. So, jetzt haben wir schon den ersten Blick aufs Rheinsberger Schloss. Vorne so eine Säule. Rheinsberg erreicht. So, mittlerweile sind wir in Rheinsberg. Hintergrund nochmal das Schloss. Mit Blick in den Schlossgarten. Mit Fahrradfahren ist da drinnen leider nicht erlaubt und zum Schieben haben wir da auch keinen Bock. Gut, dann geht's jetzt weiter. Ja, das ist der Schlosspark. Hier die Parkordnung. Mitführen von Rädern ist verboten, also auch Schieben. Da drüben waren wir vorhin an der Säule. Und hier nochmal das Schloss von der anderen Seite. Das war Rheinsberg. Auf nach Lindow. Schön sonnig wieder heute. Oh, jetzt geht es hier eine ganze Weile durch den Wald. Sehr schön. Zecho. Kommen wir jetzt. Kleine Gehöfte nur hier. Schöne Waldstrecke, wie gesagt, bester Asphalt. Ja, ewig durch den Wald hier immer noch und fast immer geradeaus, wie am Strich gezogen, die Strecke. Oh, links, rechts ist jetzt der Gudelacksee. So, jetzt sind wir am Knotenpunkt 73 und da ist Kloster Heide. Oh, schön. Hat zu. Hat zu. Wir haben Lindow erreicht. Wir kommen in Lindow in der Mark. Auf zu Netto. Tägliche Einkäufe sind erledigt. Jetzt gucken wir noch zur Klosterruine und so was. Kleine Vespa denn noch. Oh, das ist hier das Gelände der Klosterruine. Ich glaube, die kommt gleich in Sicht. Sackgasse. Da kommt sie in Sicht, die Klosterruine. So, jetzt befinden wir uns hier in dieser Klosterruine.
Unten ist das Wasser, der Wutzsee und hier noch allerlei alte Gebäude. Vorne ein wunderschöner Klostergarten. Wir werden jetzt erstmal kleine Päuschen machen, was essen, was trinken und dann geht's weiter. Der Wutzsee. Wunderschöne Plätzchen hier. Hinter mir eine Bank in der Sonne, da werden wir jetzt Pause machen. Eine Spanienfamilie. Ich gehe mal nicht so nah ran. Hier an diesem wunderschönen See. Willkommen im Keller. Sehr viel kühler hier. Baumgarten. Na Levo. Ja, ja, na Levo. Na Levo. Weseberg! So, jetzt sind wir am Schloss Meseberg, wo die Regierenden sich öfter mal treffen. Aber einige Zeit, man kommt hier nicht viel näher ran. Aber ich kann ja mal durch den Zaun hier filmen. Ja, ansonsten schaut es hier recht unspektakulär aus. Märkische Bauart halt. Pflasterstraße, aber auch Asphalt. Carsten sucht nach der Route. Und Wetter heute, wie gesagt. Spitze, ohne eine fantastische Kirche. Stehen wir hier an der 96, aber kommen gut und heile rüber. Jetzt geht's durchs Löwenberger Land Richtung Huberow. Historischer Dorfkern in Huberow. Jetzt kommen wir zu dem historischen Ortskern. Alte Feldsteinkirche. Auf dem Kirchdach sind Störche drin, sieht man die Hälse.
Und jetzt seht ihr auf der Feldstraße, Feldweg nach Gut Germendorf. Alte Brandenburger Allee. So, nach holpriger Strecke jetzt Gut Germendorf. Jetzt geht's nach Häsen. Da war ich auch schon. Neu-Häsen. Ja, hier bin ich ja im Mai auch schon mal angekommen mit der Stadtradeltruppe auf dem Rückweg von unserem Treffen in Waren. Neu-Löwenberg. Haben wir hier hinter Neu-Löwenberg hier eine wunderbare Fahrradstraße und machen kurz Rast in einer kleinen Hütte. Cola und Brause wird getrunken, mal kein Bier bei der Hitze. Ja, und dann bei Bernau halt irgendwo. Werdet ihr denn sehen. Ein weites Feld hier. Achtung, scharfe Kurve. Ah, ist angebracht, dass sie die Schilder hier anbringen. Wer hier nicht rechtzeitig bremst, der landet im See hier nebenan. Aber wieder wunderbare Strecke hier. Herrlich. Sometimes I think they're right, honey. Sorry for the tears in your eyes. Hey, lover, give me just one more try. So, jetzt sind wir in, weiß ich nicht. In Liebenberg. Ach, es ist schon Liebenberg. Ja. Okay. Liebenberg. Dieser Brunnen hier wurde von Kaiser Wilhelm gestiftet. Offene Kirche, ja, da gehen wir mal rein. Oh, mit Musik.
Stimmt. 3 Uhr. So, nochmal von der anderen Seite das Schloss. Und hier ist der große Park. Da hinten ein bisschen was angelegt. Bestimmt von Linné oder so. Keine Ahnung. Behaupte ich jetzt mal einfach so. Guck mal, kleiner Friedrichsthal über dem Oder-Havel-Kanal. Ewig geradeaus seht ihr hier, wa? Wie in Dänemark. In Dänemark. Ja. Der Sommer hat jetzt so richtig begonnen. Jetzt ist es richtig warm. So, kommen wir mal wieder über die schnelle Havel. Und dann gleich an den Kanal. Oh, was gibt's hier? Shop. Wurst- und Snackkiste. Besser später als nie. Hier kriegst du ja alles. Von Süßigkeiten, Salzgebäck über nicht-alkoholische und alkoholische Getränke bis zu Fleisch, Salat, Wurst. Ist ja genial. Super gemacht. Alles Mögliche da. Kommst du über die Runden zu jeder Zeit. Oder Havelkanal. Aber wie gesagt, über die Brücke müssen wir jetzt rüber. Und hier gerade in der Fähre einkehren. Scheint ein beliebter Radlertreff zu sein. Die Lenkung ist ganz schön toll. Das ist der Wahnsinn. Also wenn sie die Angst verlieren, dann auch ein bisschen was in der Arme. Ey, Muskelkater ist das einzige was. So, jetzt geht's über den Kanal. Fotostopp. Ja, voll langsam. Es ist Sommer. So, jetzt geht's nach Schmachtenhagen, wa? Ja, das war doch mal eine coole Sache mit dem Rad da. Mit Vorderradantrieb. Habe ich noch nicht gesehen so. Der Weg hier Richtung Schmachtenhagen, eine schöne Buckelpiste. Die besten Zeiten hinter sich. Jetzt ist das Ding auch noch ein Pflaster übergegangen, aber zum Glück nebenher hier so ein kleiner Streifen, wo man einigermaßen fahren kann. Schmachtenhagen erreicht. Erlösung, normaler Asphalt. Zehlendorf, aber nicht das in Berlin. Man merkt, dass man wieder in die heimischen Gefilden ist. Die fahren hier wie die Idioten. OHV, ohne Hirn und Verstand. Und dennoch die Buletten aus Berlin. Stolzenhagen mit Kirche. Ein Prachtbauwerk, die Kirche von Stolzenhagen. Und da hinten sitzt ein Storch oben drin. Die letzten Meter bis nach Wandlitz. Gut, das war noch nicht. So, Wandlitz erreicht.
Wandelitz. Ja, ja. Kommt hier noch eine Abfahrt? Wandelitz jetzt wieder verlassen, jetzt geht's zum Liebnitzsee erstmal. Das Ritual. Zelt vor Aufbaubier. Ein paar Kilometer vom Ziel immer. So, jetzt sind wir hier am Liebnitzsee, kurz hinter Wandelitz. Ganz klares Wasser hat er. Fahren welche mit dem Boot hinten und unser Zeltplatz ist jetzt nur so knapp 3 Kilometer weg. Dann haben wir die geschafft für heute. Sozusagen vorletzter Tag. Eine junge Ente. Kommst du jetzt raus? Och. So, die letzten Meter bis zum Campingplatz, dann haben wir die geschafft für heute. Ziel erreicht. Abend. Zelte sind aufgebaut. Hinten gibt es auch so eine Fässer. Und wir haben hier einen sonnigen Abend. Hier in Bützdorf. Am Liebnitzsee in der Nähe ist heute. Letzter Abend heute, wie gesagt. Machen wir nochmal griechischen Abend. Entsprechendes Getränk steht da, der Uso. Gyros ist in der Pfanne. Wird gut werden. Unser griechischer Abend, Portion 2. Das Fleisch brutzelt. Lecker!